Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich. Hin und wieder bekommen wir als 10k oder 1k Herausforderung eine Seilrutsche zu benutzen. Ich denke, einfacher geht es nicht. Auf der Map, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es 4 Seilrutschen. Einmal eine von Retail nach Steamy Stacks. Dann eine hier quer über Weeping Woods. Dann eine hier hoch nach Hunter's Heaven. Dann eine weitere hier hinten hinter Misty Meadows. Und ich glaube, es gibt sogar noch eine 5., wenn es den noch gibt. Hier hinter müsste es auch noch eine geben. Also hat man genug Möglichkeiten, Rutschen zu benutzen. Ach nee, es gibt noch eine. Hier hinten bei der Schiffsbruchbucht gibt es auch noch eine. Und je nachdem, wie der Bus jetzt fliegt, werde ich wohl hier die große nehmen. Steamy Stacks am einfachsten. So, dann wollen wir mal schnell zu der Seilrutsche. Die ist hier unten. Also einfach, wie gesagt, kann man keine 10k mitnehmen. Diese Stempelkarten, die ja mal eingeführt worden sind, sind ja jetzt die sogenannten seltenen Aufträge, die überall stehen. Sprich, zerhaue Betten und Stühle, Sniper aus Entfernung, 150 Meter etc. So, damit ist die Seilrutsche benutzt. Und das hier sind die sogenannten alten Tagesaufgaben, die es früher gab. Aber ich sage schon mal danke fürs Zusehen und tschüss bis zur nächsten Folge. Macht's gut.